Okay, wir definieren heute mal die Begriffe Injektivität, Subjektivität und Bijektivität. Das sind Begriffe, die bei Funktionen vorkommen. Das sind Eigenschaften von Funktionen. Und wir gehen ganz intuitiv ran und versuchen uns klarzumachen, was diese Begriffe intuitiv bedeuten, um anschließend die Begriffe auch formal zu definieren. Es ist ja immer gut, erstmal sich konkret was klarzumachen, bevor man an eine formale Definition geht. Oftmals ist es in der Mathematik andersrum. Man kriegt die formale Definition hingeklatscht und soll sich dann überlegen, was das konkret bedeutet. Das ist aber der schwierigere Weg. Ne? Abstraktion muss ja in den Köpfen stattfinden, von euch, von uns allen. Und man muss von irgendwas abstrahieren. Das heißt, es ist gut, erstmal konkrete Bilder, Erfahrungen, Anschauungen zu haben, um dann davon zu abstrahieren und die allgemeine Formel aufzuschreiben. Okay, also wir schauen uns an, was Bijektivität, Injektivität, Subjektivität und Bijektivität bedeutet. Und ich habe schon angedeutet, das sind Eigenschaften von Funktionen. Was ist eine Funktion? Was würdet ihr sagen? Intuitiv eine Funktion. Versucht das mal zu beschreiben. Haut was raus. Ganz egal, ob es richtig ist oder falsch. Ich will einfach nur mal eure Intuition haben, was eine Funktion ist. Ja, Elvis. Ein x-Wert wird genau einem y-Wert zugeordnet. Das heißt, eine Zuordnung, die einem Wert genau einen anderen Wert zuordnet. Wo kommen diese Werte her? Okay, das ist jetzt ein bisschen eine Frage, von der ich genau eine Antwort haben will. Sollte man nicht machen. Also, wir haben mit zwei Mengen zu tun, okay? Eine Menge und noch eine Menge. Die Menge nennen wir mal D und die Menge hier nennen wir Z. Definitionsmenge und Zielmenge. Okay? Und wir haben eine Funktion von der Definitionsmenge in die Zielmenge. Also wir bilden Elemente einer Menge ab auf Elemente einer anderen Menge. Und du hast schon mit x und y bezeichnet. Oftmals sagt man ja sowas wie f von x gleich y, wobei wir davon ausgehen, dass das x ein Element von D ist und das Y ein Element von Z. Ja, also das X kommt hier in dieser Menge vor und das Y irgendwo hier. Und vielleicht skizzieren wir mal diese Mengen irgendwie so ein bisschen. Also das können natürlich endliche Mengen sein und unendliche Mengen. Und ich zeichne jetzt mal eine endliche Menge, okay? Weil eine unendliche Menge, dafür haben wir nicht die Zeit heute. So, da sind irgendwelche Elemente drin und da sind irgendwelche Elemente drin. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das hier zum Beispiel ganz R ist, die Menge der rationalen Zahlen. Da hätte ich hier unendlich viele Knubbel drin und dass die Menge der reellen Zahlen hätte hier auch unendlich viele Knubbel drin. Ne? Wir können uns aber auch vorstellen, dass das hier die Zahlen 1, 2, 3, 4 sind und dass die Zahlen irgendwas, irgendwelche Zahlen oder hier sind Dreiecke drin, da sind Vierecke drin oder irgendwas. Ja? Irgendwelche mathematischen Objekte sind in dieser Menge und irgendwelche in dieser. So, und jetzt visualisieren wir die Abbildung, die Funktion mit Hilfe von Pfeilen. Okay? Also zum Beispiel wird dieses x diesem y hier zugeordnet. Okay? Wenn ich dieses x nehme, in die Funktion reinstecke, kommt dieses y da raus. Oder wenn ich dieses hier x hier nehme, dann kommt vielleicht dieses y da raus. Okay. Was bedeutet genau einem zugeordnet? Was darf nicht passieren bei einer Funktion? Was kann ich in diesem Bild hier nicht haben? Hexe. Genau. Ich kann nicht von einem Punkt zwei Pfeile weggehen lassen. Das geht nicht. F von x, wenn ich da x reinstecke, können da hinten nicht zwei verschiedene Werte rauskommen.
Wenn ich einen Wert reinstecke in die Funktion, kommt genau ein Wert raus auf der anderen Seite. Okay, wir haben das auch manchmal als so ein Maschinenmodell dargestellt, ne? So Funktionen, kann man auch sagen, das hier ist f. So, da stecke ich oben ein x rein und unten kommt ein y raus und es kann nicht sein, dass da unten zwei Sachen rausfallen, sondern ja, kann halt immer nur genau einem Wert zugeordnet werden, so ein x. Und was auch wichtig ist, der Definitionsbereich, da darf kein Wert drin sein, den ich nicht in die Funktion geben kann. Ne? Also jedem x aus dem Definitionsbereich, jedem wird genau ein y zugeordnet. So zum Beispiel. Und ich kann auch zwei x'en hier, zwei Elementen aus dem Definitionsbereich, derselbe Wert auf der anderen Seite zugeordnet werden. Das geht. Dass zwei Pfeile auf dasselbe Element in der Zielmenge verweisen. Ich kann aber nicht von einem Element zwei Pfeile abgehen lassen. Also ich habe eine Funktion, wenn von jedem Element im Definitionsbereich genau ein Pfeil weggeht in die Zielmenge. Dabei können die Pfeile auch auf dasselbe Element gehen oder manche Elemente hier in der Zielmenge werden gar nicht getroffen. Das gibt es auch. Das muss nicht der Fall sein, dass hier hinten alle getroffen werden. Ne? Sagt mir mal eine Funktion von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen, bei der zwei Elemente im Definitionsbereich demselben Wert im Zielbereich zugeordnet werden. Fällt euch da was ein? Elvis. F von x gleich x Quadrat. Genau. Sag mir mal zwei Werte im Definitionsbereich, die demselben Wert in der Zielmenge zugeordnet werden. Genau. Ne? Also das könnte die 2 sein, das könnte die minus 2 sein. Und wenn f von x gleich x Quadrat ist, werden beide der Zahl 4 zugeordnet. Und bei der Funktion gibt es auch in der Zielmenge Werte, die gar nicht Funktionswerte sind. Nämlich zum Beispiel, ja? Minus 1. Ne? Minus 1 ist ja ein Element aus R, kann aber niemals Funktionswert sein von f von x gleich x Quadrat. Also, eine Funktion ordnet jedem Element in der Definitionsmenge genau einen Wert in der Zielmenge zu. Dabei können aber auch diese Pfeile gemeinsam, mehrere Pfeile auf ein Element gehen und es können auch Elemente geben in der Zielmenge, die gar nicht erreicht werden. So, das ist erstmal eine Funktion. Es sind durchaus auch andere Zusammenhänge hier denkbar, wo man hier mehreren zuordnen kann und so. Weiß jemand, was man dann hat? Wenn ich jetzt hier auch von einem ausgehend mehrere Pfeile vielleicht machen könnte oder mehrere hier miteinander verbinden. Weiß jemand, mit welchem Begriff, übergeordneten Begriff man es dann zu tun hat? Ich verrate es euch. Relation. Eine Funktion ist eine spezielle Relation, nämlich eine, bei der genau einem Wert in der linken Menge ein Wert in der rechten Menge zugeordnet wird. Also jedem Wert in der linken genau ein Wert in der rechten. Okay. Was bedeutet Injektivität? Weiß es jemand? Also einige von euch hatten die Begriffe ja schon mal. Wisst ihr noch, was Injektivität bedeutet? Wann ist eine Funktion injektiv? Keine Ahnung. Das wird es nochmal wiederholen. Wann ist eine Funktion injektiv? Wenn eine Sache
nicht der Fall ist. Das da. Eine Funktion ist injektiv, wenn es keine zwei verschiedenen Elemente im Definitionsbereich gibt, die demselben Wert in der Zielmenge zugeordnet werden. Also bei der injektiven Funktion darf das nicht der Fall sein. Jedes Element hier hinten in der Zielmenge wird von maximal einem Pfeil getroffen. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, von maximal einem Pfeil. Okay? Also das müssen wir wegmachen bei injektiv. Das kann nicht sein. Machen wir das mal hier weg. So. Und dann machen wir das so. Okay? Das wäre eine injektive Funktion. Jedes Element in der Zielmenge wird von maximal einem Pfeil getroffen. Manchmal gar nicht. Ist okay. Aber auf keinen Fall zweimal oder dreimal oder so. So. Und jetzt formulieren wir das mal formal. Injektiv bedeutet, für alle x1 und x2 aus dem Definitionsbereich gilt, wenn f von x1 gleich f von x2 ist, hoppala, dann folgt daraus, x1 ist gleich x2. Also wenn ich zwei beliebige Elemente aus dem Definitionsbereich nehme, die sind in der Regel verschieden, können aber auch gleich sein, ne? Irgendwelche zwei Elemente aus dem Definitionsbereich, wenn die auf dasselbe Element im Zielbereich abgebildet werden, dann müssen sie gleich gewesen sein. Es können keine zwei verschiedenen gewesen sein. Also wenn zweimal der gleiche Funktionswert rauskommt, dann muss schon derselbe Wert reingesteckt worden sein in die Funktion, in die Funktionsmaschine. Das ist die übliche Weise, das zu definieren. Wenn ihr euch mit Implikationen auskennt, dann ist diese Implikation ja äquivalent zu x1 ungleich x2. Dann folgt daraus, f von x1 ist ungleich f von x2. Ne? Das ist das, was wir uns vorhin intuitiv überlegt hatten. Wenn zwei Elemente im Definitionsbereich unterschiedlich sind, dann müssen auch ihre Funktionswerte unterschiedlich sein. Üblicherweise wird aber die Definition von Injektivität so gemacht, also wenn zweimal derselbe Funktionswert rauskommt, dann müssen auch schon die Werte in der Definitionsmenge gleich gewesen sein. Okay. Gut. So, das ist Injektivität. Was bedeutet Subjektivität? Weiß das jemand von euch? Ja? Genau, wenn es hier hinten keine Elemente gibt, die nicht von einem Pfeil getroffen werden. Jedes Element hier in Z wird von einem Pfeil getroffen. Ich brauche hier nochmal zwei Elemente mehr. So. Also ich kann weiterhin den Fall haben, ich kann den Fall haben, dass jetzt zwei Pfeile auf dasselbe Element gehen. Das muss ja nicht injektiv sein, aber es darf kein Element geben. Muss man irgendwas hier gescheit konstruieren, so, das nicht getroffen wird. Ja, hier hinten in der Zielmenge ist kein Element drin, das nicht von einer Pfeilspitze getroffen wird. Subjektiv bedeutet, für alle y aus der Zielmenge gibt es ein x aus der Definitionsmenge, sodass f von x gleich y ist. Gib mir irgendein Element aus der Zielmenge und dann sage ich dir ein Element
aus der Definitionsmenge, sodass f von x gleich y ist. Okay. Und bijektiv bedeutet injektiv und surjektiv. Also eine Funktion ist bijektiv, wenn sie injektiv ist und wenn sie surjektiv ist. Ist diese Funktion hier bijektiv, die ich jetzt hier gemalt habe? Mokli, du schüttelst den Kopf. Warum? Genau, das hat zwei Pfeile. Also was ist diese Funktion nicht? Nee? Nicht injektiv, genau, ne? Nicht injektiv. Das heißt, das müssen wir wegmachen, wenn wir die injektiv machen wollen. Irgendwas muss hier aber von ausgehen. Ne? Dann machen wir hier nochmal ein Element rein. Tun wir so, als gäbe es da noch eins. So, ist diese Funktion hier bijektiv? Hexe? Nein, weil wir zwei Punkte haben. Genau, die zwei Punkte haben wir, die werden von keinem Pfeil getroffen. Die Funktion ist also nicht surjektiv. Wie sieht es mit dieser Funktion aus? Ist die bijektiv? Ja? Jeder Punkt in der Zielmenge wird von einem Pfeil getroffen, ist also surjektiv, aber von maximal einem Pfeil, also injektiv. Jeder Punkt in der Zielmenge wird von mindestens einem Pfeil getroffen. Surjektiv. Jeder Punkt in der Zielmenge wird von maximal einem Pfeil getroffen. Injektiv. Bijektiv bedeutet also, injektiv und surjektiv, jeder Knubbel hier rechts wird von mindestens einem und von maximal einem Pfeil getroffen. Also von wie vielen Pfeilen wird jeder hier getroffen? Von mindestens einem und von maximal einem, also genau einem. Bei einer bijektiven Funktion wird jedes Element in der Zielmenge von genau einem Pfeil getroffen. So. Bei einer Funktion, ganz allgemein, geht von jedem Element im Definitionsbereich genau ein Pfeil aus. Bei einer bijektiven Funktion wird jedes Element in der Zielmenge von genau einem Pfeil getroffen. Es gibt also eine 1:1 Zuordnung. Was dazu führt, dass die beiden Mengen gleichmächtig sind. Die haben die gleiche Anzahl von Elementen. Ne? Hier geht von jedem Element genau ein Pfeil weg. Hier trifft jedes Element genau ein Pfeil. Also müssen überall in beiden Mengen die gleiche Anzahl von Elementen sein. Ich habe keine. Wenn hier mehr drin wären in Z, dann hätte ich hier Elemente, die nicht getroffen werden. Wären nicht mehr surjektiv. Oder wenn ein Element hier von zwei Pfeilen getroffen wird, dann würden hier ja zwei Elemente drauf abgebildet werden, dann hätte ich da eins weniger sozusagen. Da aber exakt ein Pfeil von einem Element hier weggeht und genau dort exakt ein Element trifft, gibt es eine 1:1 Zuordnung. Deswegen sind auch zwei Mengen gleichmächtig, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen beiden gibt. Das ist das typische Problem, wie kann man die Gleichmächtigkeit von zwei Mengen feststellen, wenn man nicht zählen kann. Der Schäfer geht morgens mit seinen Schafen auf die Weide
Ja, also holt sie aus dem Gatter raus und es sind ziemlich viele Schafe und er kann ja nicht zählen und nicht merken, wie viele es sind und so weiter. Also was macht er? Jedes Schaf, das aus dem Tor rausläuft, legt er einen Stein nebenhin. Und abends, wenn die Schafe wieder zurückkommen, nimmt er für jedes Schaf einen Stein wieder weg. Warum funktioniert das? Weil es von Schaf zu Stein eine 1-zu-1-Zuordnung gibt. Ich darf nicht mehr Steine als Schafe haben, nicht mehr Schafe als Steine. Ich habe genau eine 1-zu-1-Zuordnung. Es gibt eine bijektive Abbildung zwischen Schafen und Steinen. Genauso ist das hier. Also letzten Endes macht man mit diesen Definitionen nichts anderes als eine Situation darstellen, bei der von jedem Element hier genau ein Pfeil in die andere Menge geht. Das ist sowieso eine Funktion. Und aber auch hier jedes Element von genau einem Pfeil getroffen wird. Eine 1-zu-1-Zuordnung, Bijektivität. Also eine ziemlich intuitive Sache, die kompliziert aufgeschrieben ist. Habt ihr zu den Begriffen eine Frage?